Guten Tag und herzlich willkommen zu Tag 2 meines, ich sollte mir den Namen echt merken, Putzspurtmonats. Ich habe vorhin schon mal direkt den Staubsauger angeschmissen. Das wollte ich zwar eigentlich erst nach dem Sport machen, aber ich bin froh, dass ich es vorher gemacht habe, weil jetzt wieder voll spät ist. Und ja, ich habe das vorhin gebraucht, weil unsere Nachbarn wieder so gelärmt haben, dass nicht mal der Fernseher sie übertönt hat. Das heißt, ich habe dann ein bisschen Musik laut eingestellt, den Bass hochgedreht und den Staubsauger angemacht. Und dann habe ich endlich mal nichts gehört außer meinem Lärm. Ja, es ist manchmal schon eine Qual hier. Aber gut, ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen. Am Ende schauen meine Nachbarn noch zu und ja. Ja, also den Staubsauger habe ich schon angeschmissen. Ich habe noch nicht gewischt. Das werde ich nachher noch kurz machen. Aber was heute als, also das war die Routine heute. Was heute als Hauptaufgabe anstand, war das Treppenhaus. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil es ist schon 7 Uhr. Wir müssen jetzt erstmal was essen. Und ja, dann habe ich noch so ein oder zwei andere Sachen zu tun. Und dann ist dunkel und im Dunkeln das Treppenhaus fegen ist irgendwie ein bisschen blöd, weil das Licht automatisch ausgeht und dann wahrscheinlich ständig das Licht ausgeht. Das heißt, das werde ich direkt morgen früh mal am Aufstehen machen. Schon am zweiten Tag funktioniert mein Plan nicht, wie man mich kennt. Ja, auf jeden Fall, ja, ich will jetzt aber auch nicht in Stress schieben und es heute Abend auf jeden Fall noch auf Biegen und Brechen machen. Ich mache das morgen früh, ich bin ja eh meistens früh wach und dann sollte das eigentlich auch so funktionieren. Was steht denn morgen auf dem Plan? Ich gucke mal kurz. Hoffegen, okay, also den Hoffegen, da werde ich morgen definitiv viel Zeit brauchen, aber zur Not mache ich das in Etappen und Staubwischen und Müll runterbringen, das geht schnell. Also zumindest für die Routine brauche ich morgen nicht lang. Ja. Also, Routine habt ihr gesehen, Haupttask erfolgt dann morgen, beziehungsweise für euch jetzt gleich. Und für mich ist jetzt erstmal Abendessen angesagt nach dem Sport, ich habe echt Hunger. Wir sehen uns, bis gleich. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe nämlich die Fenster offen und unsere Nachbarn sind gerade im Garten und machen irgendwelche Gartenarbeiten. Also, Treppenhaus, check. Ich habe davor auch noch den Hof gemacht, deswegen bin ich jetzt entsprechend platt. Aber das seht ihr dann im nächsten Video, weil heute ja eigentlich nur der Nachholtermin ist für das Treppenhaus. Das wollte ich eigentlich gestern machen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Wohnung gewischt.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das heute noch mache, ob ich das heute noch unterkriege, weil ich ja auch die Routine von heute noch dazu habe, nämlich das Staubwischen. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist kein Problem. Das Wischen muss ich schauen. Falls ja, dann zeige ich es euch im Video von morgen. Was ja auch irgendwo der Wahrheit entspricht, weil ich es ja erst am nächsten Tag gemacht habe. Aber ja, ich möchte das Video für heute jetzt mal abschließen. Und wenn ich es noch schaffe zu wischen, dann zeige ich euch im nächsten Video. Wenn nicht, spätestens nächste Woche wird dann gewischt. Versprochen. Ich habe auch bei dem Saugen gemerkt, ich habe ja so ein bisschen um diese ganzen Sachen, die noch hier rumliegen, rumgesaugt. Es ist sicherlich sinnvoller, das nächste Mal zu saugen, wenn hier ein bisschen aufgeräumter ist. Aber ja, das habe ich bei der Planung irgendwie nicht so bedacht. Naja, es war gut, dass mal wieder gesaugt wurde. Es ist nämlich schon eine Weile her, dass das letzte Mal gesaugt wurde. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber so 100.000-prozentig effektiv war es vielleicht nicht. Ja, damit beenden wir Tag Nummer 2. Ja, ich glaube, es war Tag Nummer 2, auch wenn es der 3. Oktober war. Ne, der 4. Oktober. Am 3. habe ich angefangen. 4. Oktober. Und kommen unserem Ziel von einer sauberen Bude wieder etwas näher. Was mir jetzt gerade einfällt, was ich nicht bedacht habe bei meiner Planung, ist, dass der Balkon auch noch aussieht wie Sau. Also eventuell muss ich das irgendwo nochmal unterschieben, dass ich mich ein bisschen um den Balkon kümmere. Bevorzugt natürlich an einem Tag mit schönem Wetter, so wie heute. Aber heute habe ich dafür definitiv keine Zeit, weil wir auch noch meinem Papa was helfen müssen und ich mein Tomatengewächshaus im Garten von meinem Opa abbauen muss. Und wenn ich noch irgendwie Zeit übrig haben sollte heute, dann würde ich mich tatsächlich um den Garten kümmern. Da muss ich nämlich auch ein paar Sachen abbauen, damit mein Papa da fräsen kann. Und ja, das sind wichtigere Dinge. Das am Balkon, das kriege ich zur Not auch mal in einer Stunde so hin. Und da muss ich mal gucken, wann ich das mache. Wie auch immer, dieser Tag ist abgehakt fürs Erste und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.